Auch wenn der Trend ganz klar zur Systemkamera geht, es gibt immer noch Hersteller, die Spiegelreflexkameras bauen, auch für Einsteiger. Das ist zum Beispiel bei Nikon die 3000er Serie und das neueste Modell ist die Nikon D3500. Eine sehr kleine und recht günstige Spiegelreflex und Computerbild hat sie getestet. Die D3500 zeigt ganz gut, wie klein der Spiegelreflex sein kann. Sieht man halt hier. Sehr klein, sehr leicht, 615 Gramm mit Objektiv. Einzige Besonderheit, wie bei vielen modernen Objektiven, das Zoom muss zum Fotografieren ausgefahren werden. Also diese kurze Stellung hier ist nur zum Transport in der Fototasche. Das Gehäuse von der Nikon D3500 hat sich noch mal ein bisschen geändert gegenüber den Vorgängermodellen. Das sieht man ganz gut, wenn man es so guckt. Der Griff hier ist deutlich tiefer, weil das eigentliche Gehäuse flacher geworden ist. Und der Vorteil davon ist, die Kamera liegt sehr gut in der Hand. Man kann sie sehr gut mit einer Hand greifen. Und wenn man die dann in zwei Händen hält, dann hat man einen sehr sicheren Halt. Das ist wirklich gut, wenn man halt mal fotografieren will und zum Beispiel mit langen Belichtungszeiten Verwackler vermeiden will. Die D3500 ist eine Kamera, die sich vor allen Dingen an Einsteiger richtet. Das merkt man an der Ausstattung. Die ist ein bisschen spartanischer als bei den teureren Modellen. Und das merkt man auch an dem sogenannten Guide-Modus. Da sagt die Kamera dem Fotografen sozusagen, stell mal die Kamera so und so ein, dann gibt es die besten Fotos. Diesen Guide-Modus hat die Nikon D3500 zusätzlich zu den Vollautomatiken hier mit Blitz und ohne Blitz und natürlich auch zu den Motivprogrammen, zum Beispiel für Sport oder für Nahaufnahmen oder für Landschaftsaufnahmen. Einstellen kann man natürlich an der D3500 auch fast alles. Dazu gibt es dann zum Beispiel hier das kleine Drehrad oder halt hier das Wippenkreuz und die OK-Taste. Da kann man auch zur Not mal manuell fotografieren. Aber der Fokus liegt schon ganz klar auf dem automatischen Fotografieren. Der Sensor der D3500 ist ein 24-Megapixel-Sensor. Das hat sich gegenüber den Vorgängermodellen nicht geändert. Auch der Bildprozessor ist mehr oder weniger der gleiche. Dadurch sind die Ergebnisse bei der Bildqualität auch ziemlich vergleichbar. Wenn man also schon ein Vorgängermodell hat, dann wird man da keinen großen Sprung in der Bildqualität feststellen. Vielleicht ein ganz bisschen bessere Bildqualität bei wenig Licht und hoher ISO-Einstellung. Was sich aber verändert hat, ist der Autofokus. Nicht bei den Messfeldern, das sind weiterhin nur 11 Messfelder, da muss man halt schon relativ oft schwenken, um den Schärfepunkt dahin zu legen, wo man die Schärfe haben will. Aber der Autofokus reagiert schneller. Da löst die Kamera nach 0,15 Sekunden bei Tageslicht aus, bei Schummerlicht nach 0,25 Sekunden. Das ist für eine Einsteigerspiegelreflex oder auch überhaupt für eine Einsteigerkamera ein ziemlich guter Wert und eine ganze Zehntelsekunde schneller als beim Vorgänger. Videofilmen zählt nicht zu den großen Stärken der D3500. Sie filmt maximal in Full HD. Viele andere Kameras, sei es jetzt Spiegelreflex oder Systemkameras, filmen heutzutage inzwischen 4K. Das macht die D3500 nicht. Die Videos sehen trotzdem ganz ansehnlich aus, allerdings ist der Autofokus beim Filmen relativ langsam. Das liegt daran, dass halt das Autofokus-Messmodul brach liegt und die Kamera über den Sensor scharf stellen muss. Und das macht sie im Kontrastverfahren und das geht relativ gemütlich. Da sind Systemkameras beim Filmen im Vorteil. Ein Vorteil einer günstigen Spiegelreflex, es gibt immer einen Sucher. Anders als bei preiswerten Systemkameras wird da der Sucher nicht weggelassen. Geht ja gar nicht anders, weil man muss ja durchs Objektiv gucken, um das Motiv ins Visier zu nehmen. Der Sucher von der D3500 ist nicht besonders groß, hat eine Suchervergrößerung von 0,55, wenn man das ins Kleinbildformat umrechnet. Das ist ganz okay, aber für Brillenträger manchmal muss man da doch schon in die Ecken schielen, um noch das ganze Bild zu übersehen. Alternative ist natürlich immer, man nimmt die Brille ab und stellt sich die Dioptrien hier am Sucher ein, dann kann man halt besser in den Sucher reingucken und sieht auch alles. Tempo ist nicht so ein Thema bei der Nikon D3500. Der Autofokus reagiert zwar relativ schnell, wie gesagt 0,15 Sekunden, dann ist das Bild im Kasten. Das ist also toll für Schnappschüsse. Serienaufnahmen sind allerdings nicht so ihr Ding. 3 Bilder pro Sekunde, das ist heutzutage doch ganz schön wenig. Besser ist da schon der eingebaute Bildstabilisator. Der sitzt wie bei den Spiegelreflexen üblich im Objektiv. Beim mitgelieferten Zoom-Objektiv und der gleicht über 3 Blenden in der Spitze aus. Das ist ziemlich gut. Da kann man auch mal mit einer sehr langen Belichtungszeit fotografieren, wenn man zum Beispiel halt nicht so hohe ISO-Werte verwenden will und halt kein Stativ dabei hat. Ebenfalls typisch Einsteigermodell. Die D3500 hat relativ wenig Anschlüsse, um genau zu sein, 2.
Und zwar einmal hier eine HDMI-Buchse, kann man zum Beispiel die Bilder auf dem Fernseher anzeigen oder halt eben auch Videos abspielen. Hier dann eine kleine USB-Buchse, darüber kann man auch die Bilder überspielen. Und ansonsten gibt es nur noch einen Spezialfall, da braucht man aber einen Adapter für. Und zwar kann man den Akku rausnehmen und dann durch einen Einsatz ersetzen und dann kann man quasi ein Netzteil in die Kamera anschließen. Das dürften aber nur die wenigsten Fotografen wohl einsetzen. Speicherkarte ist, wie bei den meisten Kameras, eine SD-Karte. Vom Tempo her für die Leistung der D3500 völlig ausreichend. Da muss man nicht unbedingt so eine teure UHS-II-Karte nehmen, da reicht auch eine UHS-I-Karte, die dann halt nur eine Reihe Kontakte hat. Das Gehäuse ist nicht nur schmaler geworden, es hat sich auch vom Layout ein bisschen verändert. Wenn man also hier mal guckt, dann ist es jetzt so, dass die Tasten ungefähr so angeordnet sind wie bei den neuen Systemkameras der Nikon Z-Serie. Das ist ein Vorteil, wenn man mit mehreren Nikon-Kameras moderner Bauart fotografiert, dann hat man halt ungefähr die gleiche Tastenlage und muss sich nicht so stark umgewöhnen. Eine Meldung am Bildschirm hat uns gerade gesehen, die Kamera kann Bilder automatisch per Bluetooth ans Handy überspielen. Kann man halt hier mit dem Smartphone koppeln. Das heißt, immer wenn man ein Bild macht, dann wird es automatisch überspielt auf die Kamera. Und das ist nicht nur ein Einwegkanal, sondern das Smartphone gibt auch Uhrzeit und die Position an die Kamera zurück. Das heißt, man kann dann nachher feststellen, wo habe ich denn das Foto geschossen und auch wann. Wer sich eine Spiegelreflex oder eine Systemkamera kauft, der will ja vielleicht auch mal Objektive wechseln. Und das ist durchaus ein Vorteil bei der Nikon D3500, weil die Wechselobjektive relativ günstig zu haben sind. Gibt es zum Beispiel ein 35er 1.8, also ein lichtstarkes Normalobjektiv, das kostet etwa 180 Euro. Es gibt ein 10 bis 20 Superweitwinkel-Zoom, wenn man halt mal mehr drauf bekommen will oder eine besonders spektakuläre, steile Perspektive haben will. 330 Euro so ungefähr. Und ein Telezoom 70 bis 300, das holt dann halt Motive auch aus größerer Entfernung vom Smartphone ran. Und das kostet auch so 330, 340 Euro. Da hat man halt nicht so hohe Folgekosten wie bei einigen anderen Herstellern, wo zwar die Kameras günstig sind, aber die Wechselobjektive deutlich teurer sind. Da kann es zum Beispiel auch schon mal sein, dass das Wechselobjektiv mehr kostet als die Kamera. Passiert bei der D3500 nicht. Nikon D3500 ist eine sehr kleine, sehr handliche, günstige Spiegelreflex, die tolle Bilder macht. Tempo ist nicht so ihre Stärke, wenn es darum geht, Serien zu schießen. Für Schnappschüsse ist sie aber trotzdem top, weil der Autofokus sehr schnell reagiert. Die Ausstattung ist typisch für ein Einsteigermodell eher ein bisschen mager, aber da kann man in dieser Preisklasse auch nicht so viel erwarten. Vielleicht mit einer Ausnahme, dass die Kamera nur Bluetooth hat und kein WLAN, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Ansonsten klein, leicht, ausdauernd, günstig, eine tolle Kamera für Einsteiger.